Empedokles erblickte um 492 vor Christi im sizilianischen Agrigent das Licht der Welt und ist bekannt für seine Stofflehre. Unser Modell zeigt die vier Elemente, die Empedokles als Urstoffe annimmt: das rot dargestellte Feuer, das blaue Wasser, die durch weiße Teilchen verkörperte Luft und die braun symbolisierte Erde. Sie werden von zwei Prinzipien bewegt: Liebe und Hass, die miteinander ringen. Während die Liebe die Elemente miteinander verbindet, trennt der Hass sie voneinander und verbindet nur Teile des jeweils gleichen Elements. Auf dem Weg zwischen den beiden Extremzuständen kommt es zur Entstehung der verschiedenen Einzeldinge, die ihre Unterschiedlichkeit ihren verschiedenen Mischungsverhältnissen verdanken. Beispielsweise sind in Blut und Fleisch die vier Elemente zu gleichen Teilen vorhanden. Im Knochen haben wir das Verhältnis von 50% Feuer zu je einem Viertel Erde und Wasser. Die Sehnen sind je zur Hälfte aus Feuer und Erde gebildet. Empedokles stammte aus einer der angesehensten Familien Siziliens. Die angebotene Fürstenkrone lehnte er jedoch ab, um als Arzt und Wunderheiler zu wirken, als gefeierter Redner, als Weihepriester, Ingenieur und Wissenschaftler. Von Scharen bewundernder Verehrer und Verehrerinnen umgeben, die Heilung oder Zukunftsvorhersage begehrten, durchzog er Sizilien. Dabei scheute er sich auch nicht, voller Selbstgefühl auszusprechen: Ich sage euch, als ein unsterblicher Gott reise ich umher. Aber übermäßige Verehrung ist auch nicht weit von enttäuschter Verachtung entfernt. Im Alter von 60 Jahren wurde er verbannt und starb fern seiner Heimat, wohl an den Folgen eines Unfalls. Der eher unwahrscheinlichen Legende nach allerdings soll er sein Leben durch einen Sprung in die Glut des Ätna selbst beendet haben.